Hallo Schmied, ich habe dir ein paar Fenster mitgebracht. Kann ich hier mal eben eins einbauen? Hier, schau mal. So, dann ziehen wir uns das einmal schön hier so ein bisschen lang. Machen wir weg. Ich glaube, das ist ein ganz guter Platz für ein Fenster. So, einmal hier, einmal hier. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gemütlichen Folge Enshrouded mit dem GamePro und dem Grimbo. Schön, dass ihr dabei seid. Ich würde euch heute gerne mal einladen auf eine gemütliche kleine Baufolge. Mal schauen, wie lange wir das machen. Ich überlege gerade, ob ich eine komplette Folge daraus mache oder ob wir das so als Add-on nebenbei machen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob jeden die Baureihe so interessiert. Aber jetzt habe ich gerade mal Bock, das hier ein bisschen schöner zu gestalten. Wir haben hier die ganzen Fenster, die sind noch alle sehr, ja, einfach nur Löcher in der Wand. Das kann man schöner machen und wir haben noch keine Türe. Das werden wir uns jetzt einmal craften. Wir gehen einmal an die Werkbank. Das ging nämlich wohl, glaube ich, hier. Wir schauen einmal, wir können uns Fensterrahmen bauen. Sehr schön. Dafür brauchen wir nur Holzscheite. Ich baue mal, Moment, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ich glaube, das waren 6 Fenster, die ich habe, oder? Ich habe hier 1, 2, 3 Fenster für den Schmied und 1, 2, 3, 4 Fenster bei uns. Also brauchen wir noch ein Fenster mehr und 2 Türen. So, noch ein Fenster wird gebaut und dann bauen wir uns noch mal Türen. Ich habe mir letztes Mal hier gestanden und überlegt, wie kann ich denn eine normale Türe bauen? Ja klar, hier, klick doch hier oben drauf, da ist doch alles da. Suchst du. So, wir könnten primitive Holztür bauen, wir können aber auch eine normale Holztür bauen. Brauchen wir 2 Metallschrott für und 5 Scheite. Das haben wir. Perfekt. Bauen wir uns mal 2 Stück von. Und dann schauen wir mal, dass wir das Zeug hier mal platziert bekommen. So, wir haben einmal die Türen. Nehmen wir uns mal nach hier. Die Fensterrahmen nach hier. Und dann packt die Dinger mal hier schön rein. Eins. Zwei. Super. Und noch ein. Bitteschön. Sieht auch schon viel freundlicher aus. So. Und dann einmal die Türe, bitteschön. Na. Oh nein. Kann ich dich nochmal aufnehmen? Jawohl. Bau die Türe doch bitte vernünftig ein. Am besten so, dass es nicht kacke aussieht. Dankeschön. So, auch hier. Wir machen für den Schmied auch mal die Türe schön so ein bisschen versenkt. Aufmachen. Sehr gut. Oh, gefällt mir doch schon viel besser. Hallo Schmied, ich habe dir ein paar Fenster mitgebracht. Kann ich hier mal eben eins einbauen? Hier, schau mal. Bezahlen kannst du später. Kannst du mir was bauen? Bitte schön. Eine schöne epische Rüstung wäre nett, vielleicht. So, jetzt hast du es auch mal gemütlich hier. Alter Dickmann, was hast du für mich? Ja, Fenster und eine Tür, reicht das nicht? Hättest du sonst doch gern was? Ich glaube, jetzt gerade kriegst du nichts anderes. So, bitteschön. Sei mal zufrieden mit dem, was du hast, mein Lieber. So, und jetzt überlege ich, wie könnten wir hier noch mal ein bisschen was schick machen. Ich habe hier auch. Oh, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Ich möchte ja die Fläche hier so ein bisschen quadratisch haben. Und ich habe, als ich offscreen ein bisschen alleine war, hier schon mal ein bisschen angefangen mit Terraform. Das machen wir jetzt einmal zusammen, damit wir noch mal gemeinsam sehen, wie schön wir hier die Welt verändern können. Perfekt, Leute. Das habe ich wirklich das letzte Mal bei Minecraft gehabt, dass ich mir irgendwo eine Landschaft so gebaut habe, wie ich sie gerne haben wollte. Perfekt. Unglaublich, Leute. Ich mag sowas. Mir gefällt das gut. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Minecraft spielen. Super gut. Ja, Ausdauer ist weg. So, dann ziehen wir uns das einmal schön hier so ein bisschen lang. Mal schauen, wie wir das dann nachher hier mit der Kante machen. Ob mich das dann irgendwann mal nervt. Vielleicht nehmen wir dann einfach den kompletten Hügel weg. Wäre ja auch eine Maßnahme. Möchte ich aber, glaube ich, nicht. Mal schauen, vielleicht setzen wir da eine schöne Wand dann dran. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein. So, hier noch einmal die Grasnarbe so ein bisschen entfernen. Auch da oben. Jawohl. Auch hier, komm. Mach's schön sauber. Könnte sogar schon reichen. Wir nehmen uns noch mal den Hammer dran. Wo ist er denn? Ist er denn? Ach, den hatten wir ja wieder rausgepackt, weil wir hier gerade die Türen hatten. So, schnapp ihn dir. Genau, da sind die Böden. Einmal schön aus Stein. Ein nach hier. Und ein nach hier. Sieht doch schon ganz brauchbar aus. So, nimm doch mal die. Okay, und ich glaube, hier müssen wir noch mal ein kleines bisschen nachjustieren. Genau so. Schön. Also, da kann man schon relativ ordentlich mitbauen.
aber vielleicht. Komm, hier nochmal. Ist nicht perfekt, nicht wunderschön, aber es ist schon eine schöne Sache. So, jetzt geh nochmal mit dem Hammer ran. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was Schönes haben. Was Schönes, Kleines, was uns da eventuell das Ganze verschönert. Dreh es einmal. Wir könnten eventuell hingehen und hier so eine kleine Begrenzungsmauer ziehen. Ja. Ich denke, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Ja, komm, dreh mal. Ich sage, hier machen wir auch nochmal so ein Mäuerchen hin. So. Und dann können wir uns auch. So, nimm doch mal den Boden. Habt ihr doch noch. Genau, hier haben wir nämlich kleine Fliesen. Die setzen wir denn hier rein. Dann sieht das auch nicht ganz so belämmert aus. Fliegen wir einmal durch bis hinten hin und singen Bumsballera. So, schön, Leute. Ehrlich, gefällt mir schon mal ganz gut. Ist so ein bisschen, kriegt das langsam was Gemütliches. Was haben wir da noch für ein Gras? Fallen liegen? Kann ich das noch weghacken? Ja, supi. So, hier ist auch noch was. Perfekt. Dann kriegen wir das Ganze auch noch mal ein bisschen sauber. Schön. Leute, gefällt mir gut. Jetzt müsste man mal schauen, ob man irgendwie schon Beleuchtung herstellen kann. Da habe ich jetzt noch gar nicht so drauf geachtet. Fenster, Türen, Fenster, Geschirr, Zäune. Wir können auch primitive Zäune bauen. Moment mal. Brauchen wir nur Garn für. Aber ich würde sagen, wir legen uns einmal hin, weil so bei Nachtbauen hat zwar irgendwie was Gemütliches, aber ich hätte es gerne ein bisschen heller. Dafür gehen wir nochmal ins Inventar und bauen uns eben kurz ein Lagerfeuer. Bitteschön. Dankeschön. Dort ist es schon. Jetzt hier auf. Und dann schlafen wir ein kleines bisschen. Bis zum nächsten Morgen. Mal gucken, ob gleich wieder der Hahn kräht. Ich glaube, da geht schon die Sonne auf. Ich habe jetzt keinen Hahn gehört, aber es sieht doch schon so aus, als ob die Sonne langsam aufgeht. Sehr schön. Ja, doch, da ist der Hahn. Ja, super, der Hahn kräht und weckt uns morgens. Wie schön ist das denn? Gefällt mir gut. Coole Sache. So, aber ich wollte mal gucken, ob wir irgendwo Bänke Lichtquellen. So, wir können mit Wachs und Garn können wir normale Kerzen machen. Wir können mit Glühwürmchen und Pflanzenfasern eine Glühwürmchenlampe machen. Mit Knochen können wir uns eine Schädellampe, auch nicht schlecht, eine Standfackel. Mit Harz und Stofffetzen. Ich glaube, wir stellen uns mal Wandfackeln und Stofffetzen. Ich glaube, wir gucken mal nach eben kurz, ob wir Harz und Stofffetzen haben. Dann machen wir uns mal ein paar kleine Wandfackeln dran hier. Ich glaube, das gefällt mir so für den Anfang schon mal gar nicht schlecht. Wir haben Harz. Wir haben Stofffetzen. Und dafür jede Menge. Nee, Moment mal, die hatte ich hier unten. So, komm, dann bauen wir uns mal ein paar Wandfackeln. Dann haben wir das doch schon mal relativ gemütlich. So, Beleuchtung, Lichtquellen, sehr gut, Wandfackeln. 1, 2, 3. 3 Stück können wir machen. Dann machen wir das doch auch. Wo seid ihr? Ich würde sagen, eine Wandfackel setze ich mir auf jeden Fall schon mal hier rein. Eventuell so ein bisschen hier an die Säule. Mal schauen, dann haben wir doch schon mal ein bisschen Licht hier drin, wenn was ist. So, ich hätte auch gern hier draußen, wenn wir mal spät abends nach Hause kommen, schwer beschickert, dass wir uns dann hier auch nicht die Haxen brechen. So, dann leuchtet es hier auch mal schön. Es wird gemütlich. Leute, wir brauchen mehr Harz. Das bedeutet, ich muss mal Bäume fällen und ich muss ein Schaf schießen. Hallo. Den neuen Bogen. Schau mal, wie effektiv der ist. Ah, supi. Oh Mann, jetzt habe ich einen verschossen. So, perfekt, Leute. Aber ich wollte ja auch noch bauen. Ich wollte ja nicht nur dekorieren, wir wollten ja auch bauen. So, wir gehen nochmal in den Baumodus. Hol dir mal den Hammer, schnapp ihn dir. So. Ich muss mich da langsam aber sicher mal reinfuchsen. So. Ich würde gerne hier die Steinplatten an der Stelle erweitern. Zumindest schon mal bis zur Baugrenze. So, und dann möchte ich hier irgendwie oben auf die nächste Etage hoch. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das am geschicktesten?
Vielleicht baue ich mir hier. Dreh es mal. So, das. Ich müsste das entfernen und das. 100, das ist aber blöd. Entfernen hier auch nochmal. Und ich möchte das auch eventuell ganz gerne aus Holz machen, weil das ganze Haus ist ja aus Holz. So, dann hätten wir hier die Türe. Dann müsste ich mir natürlich noch eine Türe bauen. Eventuell machen wir das aber auch komplett weg. Also, machen es erstmal offen. So, drehen wir die Sache. Ich möchte ganz gerne irgendwo... ist mir eigentlich, also die Treppe ist mir eigentlich zu breit. Gibt es da keine schmaleren? Doch, hier gibt es schmalere Treppen. So, dann lass doch mal schauen. Können wir das eventuell irgendwie hier... Was soll hier schon hier drin sein? Jetzt habe ich den Step-Modus ausgemacht. Jetzt können wir das natürlich sehr einjustieren. Wir bauen das mal hier dran. Ich schau mal gerade, wie das wird. So, jetzt sind wir doch auf der richtigen Ebene, oder? Ich, wie gesagt, ich muss hier selber gerade so ein bisschen rumexperimentieren, weil ich habe noch so gar keine Ahnung, wie man das am geschicktesten alles macht. Jetzt würde ich hier irgendwie, eventuell, könnte ich mir vorstellen, so, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, oder? Geh mal runter, dann machen wir das hier mal mit, ein paar Wänden zu. Eins. Zwei. Sehr gut. Die könnte man eventuell nochmal so eine halbe Wand stellen. Das ist auch herrlich. Leute, man stellt die Wand einfach halb dran. Und schon funktioniert das Ganze. So, ich wollte dich einmal drehen. Ja gut, hier könnte man theoretisch nochmal Fenster dran machen. Warum leuchtet das? Ach so, das ist jetzt exakt an der Baugrenze. Okay. Interessant. So, wir machen hier nochmal mit Wänden zu. Wobei ich eventuell auch hier gerne noch ein Fenster hätte. So, packen wir hier rein und dann machen wir da nochmal so eine halbe Wand. Nein! Die kannst du wieder wegnehmen. So, bitte gerade dran setzen. Sieht doch schon viel besser aus. So, wir haben noch 84 Holzblöcke. Bedeutet... Ich würde mir gerne noch mal ein paar neue Holzblöcke machen. Wir haben aber, denke ich mal, noch mehr als genügend Holz zur Verfügung, oder? Ja, wir haben noch jede Menge. Mach dir mal ein paar neue. Sonst müssen wir noch mal ein paar Bäumchen fällen. Sehr, sehr schön. Leute, gefällt mir. So, Holzblöcke. Hau mal ordentlich raus. Wir haben ja genügend Holz. So, dann gehen wir noch mal rein. Irgendwie sich da, Leute, also das Licht und die Schatten, wenn die Sonne sich hier bewegt, ist doch echt klasse, oder? Also ich finde es total gut. Ist das eigentlich Raytracing hier? Also ich habe jetzt kein nichts gesehen, außer dass man DLSS anmachen kann. Auch hier, Leute, das wirft so schöne Schatten, das Spiel. Die Figur jetzt gerade vielleicht nicht so sehr, aber ansonsten absolut göttlich, gefällt mir. So, nochmal ran. Wo ist der Hammer? Ich brauche Böden. Guck mal hier, der Schreiner ein Loch gelassen. Das gefällt mir gar nicht. Und es ist keine Tür. So, dann setzen wir uns hier oben auch nochmal ein paar Wände. Ja, komm, Wände, 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 Wände. Machen wir hier... Ich glaube, ich mache hier nochmal eine richtige Etage oben drauf. Ich habe gerade überlegt, ob wir eventuell... Moment. Machen wir mal weg. Ich glaube, das ist ein ganz guter Platz für eine... ein Fenster. So, einmal hier, einmal hier. Wenn die Sonne so schön von da hinten über den Berg scheint, dann gibt das, glaube ich, ganz schöne Effekte, wenn hier so eine Fensterwand ist, wo das Licht durchscheinen kann. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. So. Hier machen wir mal zu. Vor allen Dingen hier, wo die Treppe ist. Genau, da wird geschlossen. Und dann mache ich... Mann, ich drücke immer die falschen Tasten. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran, da bin ich mir sicher. Setze ich hier noch ein Fenster und hier auch, so mittig. Ist jetzt natürlich nicht symmetrisch, ne? Aber ist okay, also durch die Treppe haut das symmetrisch gar nicht so richtig hin. Ist okay, ich mache jetzt hier noch eins, zwei, hier auch. Eins, zwei,
Und dann setzen wir uns hier vorne pro Kopf auch nochmal zwei Fenster ran. So. So, ich hoffe, ich habe alles vernünftig gesnappt. Nicht, dass ich gleich die Hälfte wieder abreißen darf. Also, wir schauen uns das Ganze mal von unten an. Leute, echt. Also, keine Ahnung. Mir gefällt das richtig gut. So, einfach rausgehen. Die Sonne steht richtig hoch. Was haben wir hier für einen großen Prachtbau? Aber... Verdammt, also die Türe so außermittig. Mann, da kommt wieder der kleine Monk durch. Ich muss das mal ab. Ich glaube, wir reißen das hier nochmal ab. Du kommst weg und du kommst weg. Kann ich die Türe auch nochmal abbauen? Geht das? Verdammt. Wie kriege ich hier jetzt die Fenster weg? Nein. Im Ernst jetzt? Also das ist ja blöd. Und da oben hängt jetzt noch so ein Stückchen Stein drin. Wo kommt das denn her? Mach mal auf, lass mal gucken. Also okay, da muss ich mir irgendwie hier oben nochmal... Nimm es mal raus. Kann ich das hier... Okay, da war anscheinend tatsächlich ein Steinboden drin. Wer hat denn das gemacht? Mann, da hat die Bauaufsicht aber nicht gut gearbeitet. Schlampig, schlampig, mein lieber Grimbo. Aber schon ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier die Tür nicht abbauen kann. Leute, könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen, wenn ihr das seht? Sagt mir mal gerne, kann ich irgendwie die Türe wieder abbauen? Oder muss die jetzt bis... Okay, alles klar. Hat sich erledigt. Danke dafür. Danke für eure prompte Hilfe. So, wir machen das nochmal raus. Wir machen hier auch nochmal das Loch größer. Den haben wir nochmal weg. Und schnappt hier das Fenster. Sehr schön. Großes Loch. Die Fackel schwebt im Nichts. Dann würde ich sagen, ich... Kein Fenster. Ich muss das einmal gerade ganz kurz ein bisschen für mich analysieren. So, ich denke... So, hier kommt einfach eine geschlossene Wand rein. Und hier eine Türe. Und dann sollte das... Ja, komm. Na komm, mach schon. Und dann sieht das schon irgendwie noch ein bisschen cooler aus. Ne? Muss ich sagen. Gefällt mir jetzt doch deutlich besser. So, die Tür wieder rein. Und vor allen Dingen auch das Fenster wieder gesetzt. Das Fenster ist jetzt ja weg. Könnte ich dich schon... Na? Schon mal da oben reinsetzen, wenn wir es dran kriegen. Klasse, von hier unten rangebaut. Du bist mir echt ein Handwerker. Nicht schlecht, mein Lieber. So, was können wir denn noch Schönes machen? Ich würde mal sagen, wir bauen uns auf jeden Fall einen schönen Tisch. Wir bauen uns eine kleine Feuerstelle. Auch gemütlich. Und Stühle. 1, 2, 3, 4. Ja. Machen wir mal. So, vielleicht auch noch mal ein bisschen... Hier, mach mal zwei Schüsseln so. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich gehe mal eben nach oben und wir dekorieren oben schon mal so ein kleines bisschen. Ich würde sagen, den Tisch, den packen wir nach hier. Dann haben wir da einen schönen Essbereich. Ja, so ein bisschen hier, so in die Mitte. Okay, dann gib mal die Stühle bitte. Mal gucken, was wir da für schöne Stühle haben. Ich würde sagen, 1. Also, nee, dich möchte ich aber bitte nochmal aufnehmen. So, mit Snap. Komm, pack das da weg. Pack ihn weg. Nein, den auch. So, heb den Stuhl nochmal auf. Danke sehr. Und setz ihn. So, viel besser. Ja. Einmal nach hier, einmal nach hier. Das ist doch gemütlich. Können wir uns da auch hinsetzen? Na, nicht so ganz. Schade. Das wäre natürlich noch eine coole Sache. Aber wer weiß, habe ich mir 6 Schalen gebaut. Leute, ich wollte doch nur 2. Macht er jedes Mal 3 Stück draus. Ist okay. Die eine sieht hier so ein bisschen...
schweben ein bisschen in der Luft, wenn man genau hinguckt, aber wenn man nicht genau hinguckt, dann ist das doch schon ein nettes Detail. Leute, das Spiel ist im Early Access, es ist eine Alpha-Version und es hat schon so viel zu bieten. Leute, echt mega gut. Mir gefällt's. Richtig gut. So, ich gehe mal runter, ich baue mal ein paar Dachblöcke, weil ich denke, jetzt kann ich da oben wirklich schon anfangen, Dächer zu setzen. Mal gucken, was brauchte ich denn für Dachblöcke? Wir können. Okay, das sind die normalen Blöcke. Dachblöcke. Pflanzenfaserblöcke. Oder Steinziegelblöcke. Oft Stein und Feuerstein. Ich sehe was, ich habe doch. Wollen wir ein Steinziegeldach machen oder machen wir erstmal so ein Pflanzenfaserdach? Ich denke, komm, wir machen erstmal ein Pflanzenfaserdach. Das kriegen wir relativ zügig hin. Pflücken uns mal ein paar Pflanzenfasern. Ein paar haben wir ja auch noch oben drin. Dann pack vielleicht mal den Hammer weg. Dann läuft sich das auch ein bisschen entspannter und schneller. Steine brauchst du auch. Sehr schön, Leute. Gemütliche kleine Bauchbombe. Gefällt mir gut. So, und das Haus nimmt auch Gestalt an. Ich würde natürlich gerne. Und immer. Gerne noch die übrigen Fenster noch reinsetzen. Mal gleich gucken, wie viele wir brauchen. Ich habe auf der oberen Etage 4 mindestens. Ich glaube 6, aber 1 hatte ich schon gesetzt. Wären dann noch 5 Stück nur. So. Einmal hier noch lang. Da hinten noch den Busch mitnehmen. Oh, und auf jeden Fall auch das Harz. Danke sehr. Harz und Wachs nehme ich gern. Ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einlogge, sind so die Ressourcen zum größten Teil wieder verfügbar. Kann das sein, dass das alles sehr schnell wieder nachspawnt? Also ich glaube, so richtig hardcore, so survival-mäßig ist das halt gar nicht hier, ne? Eher so gemütlich. Gemütliches Survivalen, Exploren, Bauen, rumgruscheln. So in der Art gefällt mir aber auch ganz gut, muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich hätte an der Stelle hier schon mal gehackt. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Ich weiß es nicht. Abbauen XP 28. Guck mal da. Wir bekommen durchs Abbauen Erfahrungspunkte. Wir schnaufen noch mal kurz durch. So, Achtung. Und dann will ich mir gerne noch ein paar Steine hier rausklopfen. Da, Tatsache. Wir bekommen Abbauen XP. Aber ich vermute mal, das ist ein ganz normaler XP und das geht einfach nur alles auf mein Charakterlevel. Damit ich hier Fähigkeitspunkte bekomme, die wir dann vergeben können, nicht wahr? Oder sind das... Ich gehe nochmal auf den Charakter. Attributspunkte, die wir bekommen. Ich schaue mal gerade kurz nach. Schleichen. Lebensmanapunkte. Stärke nicht. Ich glaube, das hat hiermit nichts zu tun. Ich glaube, das sind einfach nur Punkte, die wir sammeln, damit wir nachher Erfahrung haben. Und Skillpunkte verteilen können. Ja, bedeutet, glaube ich, einfach nur, wir bekommen durchs Abbauen Erfahrungspunkte, die unseren Charakter dann quasi verbessern. Meine Güte, das ist eine riesen Mine. Aber hier gibt es echt Riesen. Habt ihr das gehört? Wie das auf einmal hält, wenn wir hier unten reingehen? So, hier oben noch nicht. Und ich liebe solche Details. Finde ich total klasse. So, atme nochmal durch. Das muss ich noch einmal ausprobieren. So. Hier halt nichts. Und wenn wir jetzt hier reingehen. Echo. Hallo. Schön der. Also klasse. Das ist eine Alpha-Version. Leute, nochmal so zum drüber nachdenken. Es ist eine Early Access, die wir hier spielen. Das Ganze hier ist noch lange nicht fertig. Warte, ich bin so gespannt, was da alles noch kommt. So, wir bauen uns jetzt einfach mal ein paar. Wie viele können wir denn machen? Moment, Moment. Warum kann ich euch nicht herstellen? Ausrüstbares Dachmaterial? Aber wenn den Bauhammer. Ja, möchte ich ja. Werkbank. Bin noch in der Werkbank. Kein Slot im Wohnzimmer. Ach so, meine Taschen sind wieder voll. Mann, und ich gucke noch und merke nicht, was da los ist.
So, ich glaube, die Knochen könnte ich einmal hier rüber packen. Die Knochen hatte ich hier. Wachs und Honig auf jeden Fall auch hier. Also, genau, Wachs und Honig. Dann hatten wir doch, glaube ich, noch mal ein paar Felle, richtig? Das kann raus. Die Erde kommt. Nein, nicht nach hier. Die Kiste will ich auch gerne nochmal umsetzen. Das gefällt mir auch irgendwie so gar nicht. Mann, sorry. So, Steine packe ich noch nicht raus. Ich packe erstmal die Pflanzenfasern, brauche ich eventuell auch gleich noch. Aber ich denke, so ist erstmal. Ach, guck mal da, die Feuerstelle. Die wollte ich auch noch setzen. Machen wir gleich. So, wir bauen uns jetzt die einmal die Dachblöcke. Dann haben wir die schon einmal gesehen. 4 Stück können wir machen. Sehr gut. Ab nach oben und dann setzen wir schon mal 4 Blöcke oben drauf. Wo habe ich die? Also wir machen einmal die Feuerstelle und ich würde sagen, vielleicht setzen wir die auch hier so ein bisschen gleich hier vor Kopf. Supi. Dann haben wir hier in der Nähe, wo wir sitzen, auch das gemütliche Feuerchen, brutzeln und brodeln. Perfekt. Also, aber jetzt, Achtung, du wolltest doch die Dächer setzen. 400 Stück, Leute, meine Güte. Okay. Was ist das denn jetzt? Ach, jetzt sag nee, ich habe so kleine Einzelblöcke gebaut. Im Ernst? Oh je, Mini, was ist das denn? Oh, verdammt. Also, das wollte ich eigentlich so gar nicht haben. Beziehungsweise, ich bin so schlau. Leute, ich bin so schlau. Ich habe mir den Hammer nicht in der Hand. Du kannst ja auch nicht gehen. So, jetzt gucken wir nochmal nach Dächern. Unglaublich. Mann, 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 Grimbo, was machst du da für einen Blödsinn? So. Ich denke, wir machen uns. Wie setzen wir das am besten ran? Gibt es auch unterschiedliche Breite? Hier, wir haben hier auch die breiten Dächer. Ja, guck mal da. Dann haben wir auch jede Menge. Können wir zumindest die eine Seite hier schon mal komplett decken. So. Nee, reicht doch nicht. Hätte ich gedacht, komme ich weiter mit. Wenn ich die jetzt hier auf der anderen Seite ansetze, dann habe ich oben aber noch einen Spalt. Das gefällt mir dann auch nicht. Da muss ich mir dann nochmal angucken, wie man das am besten mal so richtig geschickt macht. Vielleicht bauen wir uns dafür auch mal ein Baugerüst. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ich muss mir das mal von unten angucken, ob mir das überhaupt gefällt, so mit den Dächern. Na, habe ich auf die andere Seite gemacht. Toll. Und hinten. Also von hier geht das eigentlich schon ganz gut. Ja doch, von außen finde ich, sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Gut, dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Feuersteine da habe, dass wir uns noch ein paar Dachblöcke machen können. Und dann würde ich die gerne einmal verbinden miteinander, um zu sehen, wie das dann aussieht. So, Leute, wo sind denn meine Feuersteinblöcke? Die haben wir hier. Ist nicht mehr viel, aber ich weiß ja, wo ich noch ganz viele kriegen kann. Normale Steine fehlen uns jetzt. Okay, supi. Holen wir uns. Stein haben wir auch noch. Ein bisschen Stein haben wir noch da. So, nimmst du mit? Und ich mag auch irgendwie diese gechillte Musik im Hintergrund. Was haben wir hier für ein Fetzen liegen? Was ist das denn? Kann ich dich irgendwie wegmachen? Dankeschön. Das sah ja ein bisschen kacke aus. So. Steinziegelblöcke mal 100. 1, 2. Gut, ist nicht viel. Aber wir haben ein paar. Und bitte dran denken. Wurstel die nicht irgendwie so von Hand da rein. Man kann mich wirklich mit kleinen Blöcken anfangen, also Stück für Stück dann sich alles selbst zusammenbauen, so wie man das gerne haben möchte. Das ist für. Oh, schaut mal da, er verbindet das doch. War die Angst unbegründet? Das ist für Leute, die wirklich Pixel für Pixel bauen wollen, ist das eine sehr gute Sache. Das geht tatsächlich. Ich könnte mir jetzt die Blöcke hier reinpacken. So.
So habe ich nämlich in der Demo am Anfang gebaut und mich noch geärgert, gesagt, Mann, ist das aufwendig. Und könnte jetzt hier Stein für Stein die Sachen aufbauen und verzieren und verändern und irre, Leute. Aber ich mache das mal hier vorne so am Rand. Dann verzieren wir uns einmal hier. Das Ganze mit so einer schönen Steinkante. Und auch sowas ist möglich, Leute. Wir können. Klasse. Ich finde es mega. Ist jetzt halt die Frage, ob man das braucht, ob man sich die Zeit nehmen will. Aber guck mal, wie schön. Ich kann sogar bis da oben hinbauen. Ganz ohne Probleme. Und schon haben wir einen schönen Steinrahmen gebaut. Also ich finde es total gut, Leute. Richtig, richtig klasse. Also irre, dass man hier alles bauen kann. Ich finde es jetzt ein bisschen hässlich mit diesem roten Rand drumherum, der hier leuchtet, wenn wir so direkt an der Kante sind. Aber ich glaube, das erledigt sich, sobald wir die Flamme einmal abgegradet haben. Ich kommuniziere einmal mit der Flamme und schau mal, Glutteil kann zurückgebaut werden, sammel Funken und biete sie am Flammenaltar dar, um die Flammen zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Heißt, wir brauchen Funken und dann können wir den Altar wahrscheinlich damit auf. Mit einer Miasma-Seele. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Seele, Leute. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch mal. Ich gucke mal gerade nach. Ich meine, ich hätte schon eine Miasma-Seele gefunden. Da habt ihr die mal, mein Lieber. Und dann können wir einmal den Altar upgraden. Altar aufwerten. Und das erhöht unser Baugebiet auf 80 mal 80. So wird gemacht. Perfekt. Und dann ist nämlich hier auch dieser hässliche Rand weg. Und es sieht wieder viel schöner aus. Leute, ist doch wirklich Chili-Mini richtig schön. Gefällt mir. Ich mach mal das Hut aus. Gefällt mir richtig gut. Leute, riesig. Wunderschön. So, ich würde sagen, wir haben einiges gebaut. Das machen wir. Den Rest bauen wir dann eventuell in der nächsten Folge noch schnell fertig. Es ist ja nicht mehr viel. Wir müssten im Prinzip nur noch ein bisschen das Dach zu Ende decken. Dann haben wir die Geschichte an der Stelle auch sauber und können uns dann weiter in die Quest stürzen, ins Abenteuer stürzen und ins Entdecken stürzen. Leute, ich freue mich drauf. So, wir stellen uns noch einmal in die Sonne. Wunderschön. Genießen einmal die schöne Abendstimmung. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal. Kommentiert fleißig das Video. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.